Ja, ich bin jetzt direkt vom Dschungel. Heute geht es noch mal ein letztes Mal rüber. Der Baufortschritt ist ja jetzt soweit eigentlich abgeschlossen. Also es wird ja jetzt nur noch von innen mehr oder weniger umgebaut. Und ja, ich zeige euch mal, wie weit es jetzt gekommen ist. Und das nächste Mal werde ich dann erst was vom Dschungel zeigen, wenn wirklich alles fertig ist. Also sowohl die Anlage als auch die Zimmer. Ja, hier tut sich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel. Also ganz am Ende ist ja hinten das Spa, das neue. Das wird natürlich noch fertig gemacht, denke ich mir. Und ansonsten bleibt das jetzt erstmal so, wie es jetzt hier ist. Ja, das ist dann das neue Spa. Wie ihr seht, so viel hat sich jetzt im Vergleich zum letzten Mal noch nicht getan. Also es sind halt viele Umbauarbeiten jetzt immer innen drin und nicht mehr halt so, dass man von außen direkt sehen kann, oh ja, jetzt sind Scheiben drin oder oh ja, jetzt ist ein Dach gemacht worden oder irgendwas. Aber man kann sehen, es geht auf jeden Fall voran. Ich bin auch mal gespannt, wie das ist, ob die dann später beide Spas, also im Elf Layla und im Dschungel jeweils schließen, um beides nach da zu verfrachten, oder ob alle beiden Spas halt offen bleiben und hier einfach nur ein drittes wird, um halt einfach mehr Gäste bedienen zu können. Vielleicht hat da irgendwer Infos von euch, der kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter Richtung Dschungel. Ja, wie ihr sehen könnt, so viel hat sich jetzt nicht getan. Ich war ja die Tage schon da, als das neue Restaurant geöffnet hat. Ja, wer sich wundert, warum es hier komplett leer ist, es ist einfach nach 5. Und um 5 wird der Wasserpark immer geschlossen, beziehungsweise 15 Minuten nach 5. So viel hat sich jetzt nicht getan in den letzten Wochen. Wie gesagt, das meiste ist halt von innen. Das ist auch der Grund, warum das jetzt das letzte Video ist vom Baufortschritt. Das nächste Video ist dann, wenn das Hotel komplett eröffnet ist, also die Zimmer und die Anlage. Gerade auf die Poolanlage bin ich sehr, sehr gespannt. Hier kann man jetzt auch gut sehen in der Mitte. Das Kindergerüst hat jetzt auch das neue Design bekommen mit diesen Platten. Die werden da hinten auch noch auf diesen, ja, Spitzdächern, was so ein bisschen an Burgen erinnert, installiert. Hinten auf den Jungle Park ist es auch schon drauf. Also ist da alles jetzt einheitlich. Ja, mir persönlich gefiel dieses Strohdesign besser, aber ja, ich denke mal, dass das jetzt pflegeleichter ist. Ja, der Blick von oben ist natürlich auch sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, mir gefallen diese Sonnensegel, die so ein bisschen Schatten bieten sollen, vor dem Restaurant richtig gut oder vor der Lobby und dem Restaurant. Hier unten ist ja jetzt das Restaurant drin, da war ich ja gestern essen. Für die, die es auf Instagram gesehen haben, ich kann auch hier noch mal ein paar Bilder einblenden, für die, die es halt nicht gesehen haben. Ansonsten, ja, hier ist halt die ganz normale Bar und der Snackbereich für mittags, also bis 14:30 Uhr. Und ja, alles in allem finde ich das schon sehr, sehr nice, wie das geworden ist. Konnte man sich am Anfang gar nicht so vorstellen. Bin auch gespannt, wie es ist, wenn man da oben, ob man da oben essen kann oder so. Gerade abends finde ich das bestimmt cool, wenn hier alles beleuchtet ist, beide Aquaparks. Und hat man bestimmt eine perfekte Aussicht. Auch was jetzt mit den anderen Gebäuden ist, hier auf der rechten Seite, keine Ahnung. Also sie werden auf jeden Fall weitergebaut. Aber ich habe jetzt noch keine Info irgendwie rauskriegen können, was da reinkommt später. Ich kann mir vorstellen, dass da eventuell das Hotelpersonal reinkommt. Also so ein bisschen Stuff. Aber 100% sicher ist man sich da wahrscheinlich selber noch nicht. Bei ganz vielen Infos ist es so, dass ja, so eine endgültige Entscheidung einfach noch nicht steht. Aber es ist alles schon sehr, sehr cool. Ich gehe jetzt mal rüber auf die andere Seite. Mal gucken, was ich da so sehen kann, was sich da so verändert hat. Ja, der Blick von hier ist richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, weil ich halt gerade gegen die Sonne filme. Aber die Schlange ist auf jeden Fall deutlich erkennbar. Sehr, sehr nice. Ich glaube, wenn ich ein kleines Kind wäre, würde ich, wenn ich hier stehe, will wahrscheinlich direkt rüber rennen. Also vorausgesetzt natürlich ist es erlaubt. Aber ja, wie man sieht, sieht man nicht so viel. Also das ist auch der Grund, warum es halt jetzt heute der letzte Vlog vom Umbau ist. Man kann halt kaum noch was erkennen. Das meiste passiert wirklich innen. Wenn vielleicht noch mal irgendwie Rutschen kommen oder so, werde ich vielleicht noch mal auf Insta eine Story hochladen oder so. Oder vielleicht irgendwie beiläufig ins Video schneiden, aber ein separates Video wird es dann erst geben, wenn wirklich alles geöffnet ist, also Zimmer und der Aquapark. Aktuell sieht es ja so aus, dass der Aquapark nicht zeitgleich mit den Zimmern eröffnet wird. Also quasi im Soft Opening werden nur die Zimmer eröffnet und der Aquapark dann halt irgendwann im Laufe der Zeit sozusagen in den Betrieb genommen.
Deswegen, ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt noch so dauert, weil ich würde natürlich gerne den Park besuchen und mir dann halt dort eine Suite nehmen. Ich würde mir die allerdings erst nehmen, wenn der Aquapark halt auch geöffnet hat, weil ansonsten macht das für mich halt ja gar keinen Sinn. Also ich habe ja schon ein Zimmer hier in der Nähe und nur für den doppelten Platz würde ich es mir halt dann nicht buchen. Ich möchte dann schon, dass die Restaurants alle auf der Anlage in Betrieb sind und halt auch die Rutschen. Die Rutschen sind ja so das Highlight, zumindest für mich. Also jeder hat ja andere Vorstellungen von Urlaub, aber so ein bisschen Action und Rutschen ist für mich auf jeden Fall immer wieder spektakulär und cool. Ich werde mir das Ganze jetzt aber mal vom Namen anschauen und mal gucken, was man da noch so erkennen kann. Ja, wie ihr sehen könnt, die Türme sind jetzt auch schon zum Teil gestrichen, beziehungsweise schon fertig gestrichen. Jetzt der zweite hier. Also es geht auf jeden Fall voran. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von der anderen Seite, wie es dort inzwischen so aussieht. Die blende ich euch einfach mal jetzt ein. Dort kann man auch sehen, dass schon andere Rutschenteile installiert sind. Und ja, dass der Kinderbereich hinten, da gibt es auch so ein, ja, sieht aus wie so ein Klettergerüst. Also ich wusste ja, dass es schon einen Klettergarten hier gibt, den sieht man gleich auch. Aber dort ist nochmal so ein anderes Klettergerüst. Sieht auch sehr spektakulär aus. Mal gucken, was das wird, wenn es fertig ist. Also so erkennen kann ich es noch nicht. Vielleicht erkennt ja jemand von euch schon mal was. Oder weiß vielleicht schon irgendwas. Oh ja, jetzt wurden hier Laternen installiert. Kann man auch sofort erkennen, dass man halt auf dem Weg auch entspannt laufen kann. Wobei hier abends sowieso alles eigentlich beleuchtet ist. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man jetzt hier irgendwo hinfällt, wenn man was nicht sieht. Oh, schade. Die Mauer, wo ich immer drauf gelaufen bin, um rüber zu gucken, ist nicht mehr da. Ja, aber ihr könnt es ja von hier auch so ein bisschen sehen. Ja. Die Schlange wurde auf jeden Fall jetzt installiert, also zumindest der Anfang. Und ja, zeige ich euch nochmal, wie es hier weitergeht. Wir haben jetzt hier einen Sichtschutz hingemacht, dass man halt ja die Arbeiter nicht stört oder ablenkt oder was weiß ich. Und das sind jetzt die neuen Zimmer. Das ist der 7000er Bereich. Also die 7000er Nummern sind immer unten. Und die 7100er Nummern sind immer oben. Ja, es sind auch schon Türen drin. Also ich denke mal, hier wird es nicht mehr so lange dauern, bis die ersten Gäste die neuen Zimmer beziehen können. Ich finde es auch sehr schön wirklich gemacht, dass man jetzt hier quasi ja, rübergehen kann, wenn es denn mal fertig ist und erlaubt ist. Es fügt sich sehr gut ins Gesamtbild ein, finde ich. Ja, ich gehe jetzt nochmal außen rum. Ja, hier kommt jetzt gleich der Kletterpark, den ich meinte oder den ich angesprochen habe. Aber da hinten ist noch was anderes. Also es ist auch relativ bunt. Und ja, man kann es dahinter halt ganz gut sehen. Da sind so orangene ja, Stäbe, die hochgehen, so ein Gerüst halt. Und grüne und blau und was. Ganz kunterbunt, also auf jeden Fall für Kinder. Ja, mal gespannt, was das so ist. Und die Häuser hier haben sie jetzt so weit modernisiert oder abgeändert, dass die halt auch diesen neuen Look bekommen mit dem Glas und den weißen Geländern. Ich versuche es mal einzufangen. Ja, jetzt kann man es ganz gut sehen. Weiß nicht, hätte jetzt für mich nicht sein müssen. Ich fand die Holzoptik auch nicht schlecht. Also, ja, aber gut. Vielleicht kriegen die auch die 7000er Nummern, wer weiß. Obwohl es ja eigentlich noch zum Jungle Park gehören würde. Aber da kann man sehen, nee, das ist der 4000er. Also die kriegen nicht die 7000er Nummern. Da hinten kann man jetzt auch erkennen, wie es aussah vorher mit dem Holz. Also ich könnte eher mal eure Meinung reinschreiben, was ihr cooler fandet oder schöner. Ja, ich laufe jetzt mal zurück und dann gehe ich noch mal außen rum. Vorher hole ich mir noch was zu trinken. Ich hoffe, die Sonne ist bis dahin nicht ganz untergegangen, weil wir haben inzwischen schon 6. Oder kurz vor 6, besser gesagt. Aber hier kann man auch noch einmal reinfilmen. So sieht es dann aus.
Schon sehr cool. Das sind übrigens nochmal andere Ligen. Ich hatte ja schon mehrere Ligen gezeigt in dem PackSafe-Video. Und das sind jetzt nochmal andere. Also ja, ganz kunterbunt. Also jeder Liegebereich hat so gefühlt seine eigenen Ligen. Schon sehr cool. Aber auch an den Ligen wird der PackSafe auf jeden Fall funktionieren. Hier kann man es jetzt auch nochmal sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reinlaufen darf, deswegen lasse ich es erstmal. Ich will ja hier auch keinen Ärger haben oder so. Aber sobald es erlaubt ist, bin ich der Erste, der drüben ist. Ja, wie gesagt, ich laufe jetzt erstmal rüber, hole mir was zu trinken und dann laufe ich außen rum und hoffe, dass man noch gut was erkennen kann. Denn man läuft ja auch ein bisschen rum. Ja, frisch gestärkt geht es jetzt mit einer Flasche Wasser auf die Außenrunde. Also für alle, die nachlaufen wollen, man läuft so in etwa 40, 45 Minuten. Zum Joggen eher nicht so geeignet, da doch das ein oder andere Schlagloch auf euch lauert. Aber ich will trotzdem jetzt im letzten Video euch einmal zeigen, wie es Stand jetzt von außen aussieht. Hier sind wir jetzt auf der Rückseite und die schwarzen Scheiben, die ihr jetzt auf der rechten Seite sehen könnt, da ist das Restaurant drin. Also da waren wir gestern, beziehungsweise war ich gestern und habe euch mitgenommen und die Fotos gemacht. Ich werde die auch im Laufe des Videos auf jeden Fall einmal einblenden. Und ja, also man kann so viel von außen tatsächlich nicht mehr sehen, leider. Aber ich werde irgendwann noch mal einen Blog machen, wenn alles fertig ist. Und dann werde ich euch da noch mal was zu zeigen. Auch hier vorne muss ich ja irgendwas noch tun. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass die das einfach so lassen, wie es jetzt aktuell ist. Also hier muss eine Parkfläche hin, irgendeine Busspur, vielleicht Parkplätze für Leute, die mit Auto kommen. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt der Stand. Und jetzt gehe ich noch einmal zum Ende, um mal zu gucken, was da noch sich so getan hat. Und dann laufe ich einmal rum. Und ja, dann war's das mit dem Vlog. Ja, hier sieht man gefühlt nichts an Veränderungen, also zumindest was so die Parkfläche angeht und ja, den Müll, der hier halt noch so vom Umbau liegt. Aber ja, irgendwann muss hier auch mal was entstehen oder wird hier auch was entstehen. Das sieht auf jeden Fall schon richtig cool aus, wenn der Sonnenuntergang so hinterm Gebäude ist. Ja, da sieht man gerade auch so einen LKW, der ja, ganz viele Stühle bringt.
Also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, wie die Rezeption innen aussieht später. Gefällt mir so von außen auf jeden Fall schon richtig gut. Ah, das ist der LKW, den ich meinte. Fokus? Ja, hat er erkannt. Ja, ich laufe jetzt weiter, einmal rum. Die Lobby erinnert mich so ein bisschen an die vom Aqua Blue. Das Hotel ist ja auch in der Nähe und gehört auch im Peak Albatros. Allerdings ist dort die Treppe wesentlich länger und höher. Also zum Leidwesen für alle, die dort zu Fuß hoch wollen oder müssen. Ja, ihr habt gesehen, zu meiner Schande bin ich den Weg mit dem Auto gefahren, denn ihr könnt sehen, die Sonne ja, ist schon fast unten und ich wollte euch auf jeden Fall im letzten Vlog nochmal alles zeigen, deswegen bin ich jetzt den Weg mit dem Auto gefahren. Aber jetzt wisst ihr auch auf jeden Fall mal, wo ich sonst so hergelaufen bin und für jeden, der nachlaufen möchte, kann den Weg gerne nachlaufen. Also ist jetzt nicht irgendwie gefährlich oder so, ist halt nur, dass man aufpassen muss, wo man hintritt, für Jogger eher nicht so perfekt, würde ich mal sagen. Ja, das ist jetzt die Rückansicht. Man kann die Rutsche auch schön sehen oder die Rutschen inzwischen. Ja, wie gesagt, hier sind auch noch nicht alle Türzargen drin, noch nicht alle Türen drin. Hier vorne kann man ganz gut sehen im ersten Block, dass die Türen drin sind. Und jetzt, wenn man weiter rumschwenkt, hier sind die Zargen und die Türen noch gar nicht eingesetzt. Also es wird jetzt alles in den nächsten Wochen soweit sein, dass die alles fertig kriegen, denke ich. Das Soft Opening, also sprich, dass die Zimmer aufmachen, ist ja auch für diesen Monat geplant. Ich weiß noch nicht, ob dabei alle Zimmer direkt eröffnet werden oder nur vielleicht irgendwie die erste Block oder so, dass die da deswegen schon alle Türen eingesetzt haben. Das kann ich nicht sagen, aber ja, die werden da schon einen Plan hinter verfolgen. Und ja, mein Fahrer bringt mich jetzt zurück ins Hotel. Dann kann ich das Video für euch schneiden, dann kann ich zum Abendessen gehen, das dann hochladen. Und ja, war einfach einfacher für mich heute mal den Umweg mit dem Taxi zu nehmen, beziehungsweise mit dem Uber. Ja, hätte ich den einen oder anderen Tag vielleicht auch schon mal machen können, wo es hier so heiß war. Aber auf die Idee bin ich leider nicht gekommen. Und ja, deswegen bin ich dann halt gelaufen. Das war auf jeden Fall jetzt der letzte Vlog vom Umbau. Der nächste Vlog kommt dann, wenn alles fertig ist, also sowohl die Zimmer, dass man halt die buchen kann, als auch, dass der Aquapark fertig ist. Denn wie schon gesagt, ich finde, den Aquapark ist halt so das Hauptaugenmerk, zumindest für mich. Ich brauche jetzt nicht irgendwie 5, 6, 7 Sterne Luxushotel. Also, weiß nicht, wenn man irgendwie ein, zwei Wochen Urlaub im Jahr nur hat, weil man Workaholic ist oder so, dann kann ich das schon verstehen, dass man das Maximale rausholt und dann auch bereit ist, mehr zu zahlen. Aber ich bin da eher, ja, normal. Also, klar, ich mag hier und da schon Service, aber es muss jetzt auch nicht so übertrieben sein, dass ja, der Kellner quasi neben mir schläft und mir jeden Wunsch von den Lippen abliest. Das brauche ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn alles fertig ist, mache ich darüber nochmal einen Vlog. Jetzt geht's zurück